Hallo und herzlich willkommen zurück zum LS19 auf der Kandelin-Map. Wir sind hier gerade unterwegs auf Feld 11. Drillen hier gerade Hirse. Feld 6 ist soweit auch schon fertig. Da ist auch Hirse drauf. Wir sind bald soweit durch. Jetzt nur noch oben bei Feld 12 und 17. Der Axion ist nämlich gerade unterwegs auf Feld 19. Da wollte ich ja Pappeln machen. Feld 9 sind die Pappeln auch schon soweit fertig. Ich muss jetzt sagen, wir sind schon im vierten Frühlingstag. Müssen uns mal ein bisschen ranhalten, dass wir den Mais auch noch in den Boden kriegen. Aber wie gesagt, das ist ja nur noch das kleine Stück bei Feld 12 und 17. Dann sind wir so weit durch. Pappeln im Boden, dann bin ich mal gespannt bei den Pappeln. Das auch mehrere Jahre dauert, dass die wachsen. Weil die Bäume, die ich gepflanzt hatte letztes Jahr, und jetzt irgendwie eine Wachstumsstufe weiter. Muss ich sagen, mit den Anneburger Überladewagen ist das richtig gut. Da hast du ja Getreide. Und Dünger drin oder Saatgut und Dünger. Muss sagen, das ist richtig gut. Guck mal, Dünger verbrauche ich kein Met. Ja gut, hier ist ja auch, glaube ich, voll volle Düngung schon drauf. Ja, dann geht es nachher nur noch an Mais legen und dann würde ich mal behaupten, können wir den ersten Schnitt auf die Wiesen machen. Den zweiten Schnitt, da wird probieren wieder mal Heuballen zu machen. Für die Heupelletsproduktion und für das Heizkraftwerk denn. Mal gegruppert oder mit der Scheibenecke ist soweit alles durch. Ja, würde ich mal fast behaupten, das könnten wir eigentlich beim nächsten Mal machen. Wir dann noch mal Mais. Den Mais in den Boden kriegen. Dann müssen wir irgendwann überlegen, na, brauchen mehr Felder. Weil ich habe jetzt bis jetzt. Ach genau, auf Feld 4 war ja Roggen. Weizen, Gerste, Roggen und Hirse und Mais. Brauchen wir dieses Jahr nur an. Müssen wir echt gucken, dass wir für die nächsten Jahre vielleicht ein bisschen mehr Fläche bekommen. Können wir auch ein bisschen mehr Vielfalt anbieten. Gerade vielleicht für die Fruchtfolge ganz gut. Mais habe ich, glaube ich, Mais-Saatgut habe ich auch im Lager. Bei Mais mache ich jetzt noch einmal, um sicher zu gehen, dass die BGA, also dass ich keinen Silagemangel habe. Dafür war eigentlich auch der Roggen so ein bisschen gedacht. Vielleicht GPS machen, aber was würde ich vielleicht nicht machen?
Dann müssen wir nächstes Jahr weiter schauen, wie das einmal sich mit den Pappeln verhält. Wir da auch mehrere Felder brauchen, weil ich denke mal, die könnte auch über mehrere Jahre dauern, bis die gewachsen sind. Dann bräuchten wir da ja auch ein bisschen mehr Fläche. Wir denn das eine Jahr die Felder, das andere Jahr die Felder, dass wir jedes Jahr immer Pappeln ernten können. Sagt die Porsche Evo 12.375 ist eigentlich ganz gut. Könnten auch Direktsaat machen. Denn vielleicht, naja gut, Stoppelsturz müssen wir eh machen. Mal, sollte es so weit läuft es. Wie gesagt, der macht gerade noch Feld 19 fertig und ich hatte ja, wo die Pappeln sind, einmal Gras ringsrum gemacht. Das gleichzeitig als Vorgewende dient, dann brauche ich mit dem Häcksler nicht ein Vorgewende fahren. Und die werden dann auch, wenn man nicht für die Silageproduktion benutzt, die Schläge ich vielleicht einfach nur klein. Oder passen oder für Heu. Da müssen wir schauen. Vielleicht vor dem Sommer den ersten Schnitt hinbekommen, dass wir dann in den Sommer reinkommen und hoffen, dass wir gutes Wetter bekommen für die Heuballen. Aber das eine Mal war ja richtig ein Dilemma. Das wurde ja nix. Diesmal achte ich mehr auf das Wetter.
So. Wie gesagt, da hinten steht der Deutz. Ja, der Anfang war auch doof mit Deutz. Der hat ja kein GPS, weil er ja reiner Transportträger werden soll. Die Gärreste-Zubringung, jetzt wie hier die Dünger- und Saatgutversorgung. Nachher natürlich Häcksle-Fahrer, Abfahrer. Entschuldigung. Wie gesagt, der Zeon wird dann wieder festfahren und die anderen drei Jungs. Aktion. Der Deutz. Abfahrer. Aber das war's dann auch erstmal. Dann gibt es noch ein paar Bilderchen, was noch so getrieben haben. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann am Donnerstag wieder. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.